Guckst mal, wie der da ist. Leute, ist das lang her, dass ich ein Let's Play gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe mir aber gedacht, so als Neueinstieg machen wir auch gleich ein neues Game. Und zwar Superliminal. Ihr habt das auf TikTok gesehen. Das ist anscheinend ein Rätselgame, was halt mit optischen Täuschungen spielt. Insofern, dass wenn ich etwas ganz weit von mir weghalte, ist es ja ganz klein. Und wenn ich irgendwas ganz nah zu mir halte, ist es natürlich riesengroß. Und ich muss zum Beispiel irgendwo hoch, komme da nicht hoch und dann muss ich eine Leiter weit von mir weghalten, dann ist die Leiter halt ganz groß und dann kann ich da hochgehen. Irgendwie so in der Art, in TikTok, ihr wisst es selber, 60 Sekunden lang, da habe ich jetzt nicht allzu viel gesehen, aber was ich gesehen habe, hat mir gefallen und ich würde sagen, dass wir jetzt gemeinsam loslegen. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt. We'll make your dreams come true. Somnisculpt. Das Intro erinnert mich schon sehr an Portal. Hat was von Aperture Science. Jetzt habe ich das einfach unterschrieben. Toll. Niere gespendet, sehr geil. Was? Perception is reality. Grab. Okay. Was? Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, wie geil ist denn... Alter! Schau mal, das wird immer größer. Oh mein Gott! Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder? Kann mich das erschlagen? Das probieren wir gleich mal aus. Nein. Okay, also sterben kann man anscheinend schon mal nicht. Boah, ist das... Also das ist ja... Ist das geil. Ach, ich kann es auch wieder kleiner machen. Aha. Okay. Aber wie? Jetzt ist es kleiner geworden, oder? Ich weiß nicht. Aber auf die normale Größe kriege ich es nicht mehr, gell? Oder wird das noch kleiner? Doch, das wird doch kleiner. Ja, okay, spielen wir jetzt nicht eine Stunde mit dieser Schach. Aber also, das ist ja... Schau, jetzt ist... Ach, komm! Wenn ich jetzt hier ganz hintergehe, den aufnehme... Und hier hinstelle... Oh mein Gott! Alter, wer denkt sich sowas aus? Was? 1000er IQ, Alter. 1000er IQ. Ach, hier geht's nicht weiter, gell? Muss irgendwo eine Tür sein. Ah, da oben. Okay. Ah, komm. Oh, komm. Aber kein Problem, dann nehmen wir jetzt den Würfel hier. Ihr versteht das Prinzip, hä? Boah, ich bin gerade so geflasht. Ich bin so... Wie genial musst du denn sein, dass du dir sowas ausdenkst? Hä? Hä? Was ist das? Okay. Da! Ey, scheiße, Alter. Es ist halt... Es hat was vom Portal, finde ich. Das ist ja geil. Guck mal. Das ist so... Ey, total geil. Hier auch wieder Farbeimer rumsteht. Ey, mich erinnert es übelst am Portal. Aber, sowas liebe ich, wenn das so um Ecken gemalt ist, aber aus einer bestimmten Perspektive sieht es dann aus, als wäre es halt echt. Krass, echt. Ich bin gerade so geflasht. Ich keine Ahnung, wie man sich sowas ausdenken kann. Okay, da muss ich wieder ein Knöpfchen drücken... Bis jetzt ist es nicht sonderbar schwer, aber...
Das wird bestimmt noch schwerer. Zumindest habe ich die Sorge, dass es schwerer wird, weil ich also ein bisschen Dummbatz bin und das wahrscheinlich dann nicht hinkriegen werde. Zum Rotieren rechtsklicken halten. Achso, man kann auch... Hä? Ah, okay. Okay, ah, da oben. Boah, da muss ich einen großen Cast draus machen. Ey. Gott, wäre das geil, wenn das in echt geht. Mein Gott, präziser geht's ja gar nicht. Der muss da rein. Okay. Okay, wir müssen den jetzt ganz... Oh, das war leichter, als ich dachte. Lul. Aber er ist noch zu groß. Das heißt, wir nehmen den jetzt von da und zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, das Game flasht mich halt anders. Boah, das erinnert mich halt auch voll an Portal, gell? Dass ich so hinter die Kulissen schauen kann und so. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by somnascult, a comprehensive rational explanation in your post-procedural... Ist das jetzt hier so wie bei Portal, dass ich mit so einem Objekt nicht... Ah ja, genau. Das war bei Portal auch so, da konntest du mit so diesen Kubus und so nicht woanders hingehen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich den da rüberschmeißen muss. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach, oder? Vielleicht, wenn ich den so mitzi, wutzi, bitzi klein mache, dass der nicht auffällt. Ich glaube fast, dass das nicht funktioniert. So. Oder? Nee. Bin ich jetzt echt zu doof dafür? Wer hätte es gedacht? Ach so, ne, wenn ich ihn ins Hier fallen lasse? Oh mein Gott, ich bin ja so dumm. Es kann so einfach sein. Aha, okay. Äpfel. Nein, wo geht's denn jetzt da überall hin? Da komme ich her. Hä? Hä? Was? Ich bin doch da durchgegangen. Du kommst immer wieder in den gleichen... Es ist so abgedreht, Alter. Es ist so abgedreht. Wie baut man so eine Welt überhaupt? Also die Mechanik ist halt auch krass eigentlich. Oh, jetzt ist... Nein, da kann ich jetzt gar nicht mehr runter. Aha! Fies. Echt fies. Ah, jetzt muss ich das quasi so groß machen. Boah, jetzt wäre das fast... Boah, hätte ich gekotzt. Okay, ich mache das jetzt so groß, dass das auf beiden drauf liegt. Jetzt. Ich hätte das Schild bestimmt auch irgendwie als Rampe oder so hernehmen. Ja, ist ja egal. Ich glaube fast, dass wir das nicht durchspielen werden. Ich habe gedacht, das wird ein Game, was wir mal so schnell durchzocken können, weil... Es war jetzt auch nicht teuer. Gibt es bei Steam für roundabout 12 Euro, glaube ich. Aha. Wieder ein Käse. Okay. Achso, das geht ja nicht. Exit. Aber da komme ich ja nicht rein. Da kann ich auch nicht rüber. Da kann ich nicht rüber. Kann ich das umschmeißen? Ah, doch, das bewegt sich. Ah! Alter. Boah, es gibt bestimmt so viele Geheimnisse, die ich nicht sehe, weil ich so durchrush. Oh, boah. Okay. Ach, ist das in Level unterteilt oder wie? Bin ich jetzt in einem anderen Level? Komm, aber ein Level machen wir jetzt noch, oder? Ich hab gerade überhaupt keinen Bock aufzuhören, weil ich es so geil finde. Hübsch. Hübsch, hübsch. Ein Hotel ist das oder sowas, oder? Kann ich da irgendwo rein? Nein. Nein, nein.
push the bar to open. Kann ich die Bar pushen? Entschuldigung, ich habe eure Tür kaputt gemacht. Zack. Oh, exit temporarily moved. Okay, wohin? Alter! Nicht dein Ernst. Ist das geil. Komm, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Das kann sich keiner ausdenken. Was? Nicht dein Ernst. Ich weiß nicht warum, der Flur erinnert mich gerade voll an Mario 64. Ey, komm, das ist einfach viel zu krass. Okay, muss da wieder hoch. Also, es ist so krass. Ich komme nicht drauf klar, wie genial das alles ist. Ah ja, hier auch schon. Was ist das? Hä? Ist das ein Grafikfehler? Gehört das zu... Hä? Das gehört da dazu? Hä? Oh, boah! Was? Ach, jetzt wird da ein Tisch draus. Also, ne. Ach, weil ich die Blume brauche. Hey, komm, es ist so 1000 IQ. Wie so eine kleine Leiter habe ich mir da jetzt gebaut. Die zu klein ist, oder? Ne, geht. Ah! Hä? Ach, ich muss bestimmt da hoch. Eieiei, ich höre jetzt auf zu schwärmen. Ich glaube, ihr habt mittlerweile erkannt, dass mir das Spiel gefällt. Ah. Ey, komm. Aha. Also das ist doch... Aha. Ich muss da hoch wahrscheinlich, oder? Genau. Bestimmt. Ja. Komm, du Blätzdierli. Zack. Dann bauen wir uns eine kleine Ramp. Ach, ich kann ja nicht da rein mit der Tür. Oh, ich kann nicht mit der Tür ins Haus fallen. Der war so schlecht, dass ich mich ein bisschen schäme. Hier ist nichts... Hier kann ich nichts nehmen. Ah, da oben ist ein Würfel. Was bringt das jetzt, wenn da eine riesen Schachfigur steht? Jetzt hab ich die Farbe von der Wand. Ey, dieses Spiel ist... Es ist einfach so krank. Ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso krass findet. Ich bin so geflasht. Will all of this work? Absolutely. Okay. Ich trust you, my friend. Kann ich den Mond nehmen? Ich kann den Mond nehmen. Ich habe jetzt einfach den Mond genommen. Please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Das ist eine Tür. Die lag auf dem Mond. Ah ja, kann ich... Leute. Kann ich das egal wo hinstellen? Wenn ich das jetzt so groß mache, ist dann in dem Raum auch alles voll groß. Jetzt bin ich ganz klein. Guck. Das ist auch bestimmt nicht gut, oder? Oder ist das egal? Ich kann... Haben wir jetzt wieder ein Level geschafft? Oh. Das war doch geil.
Boah, das ist für mich bisher ein Highlight des Jahres 2020, was Gaming angeht. Ohne Witz. Ich bin so maximal geflasht. Jetzt ist es 4 Uhr, vorher war es 3 Uhr. Die Uhrzeit. Also ich komme wahrscheinlich immer mehr zur Zeit des Aufwachens. Aber Leute, jetzt hör mal auf. Mein Hirn raucht. Ich brauche jetzt ein Päuschen. Ich habe zwar richtig Bock, weiterzuspielen. Ich werde das auch weiterspielen. Ich hoffe, ihr habt Bock, weiter zuzuschauen. Falls ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch gerne ein Like da lassen. Die richtig krassen Ehrenmänner abonnieren. Die noch krasseren Ehrenmänner aktivieren sogar die Glocke. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin.